Kaiserwetter in Bautzen. Auf Initiative der Volksbank Bautzen EG sollte eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden. 2000 Schülerinnen und Schüler aus den Gymnasien in Bautzen, Bischofswerda und Wilten waren am vergangenen Freitag bereit für ihren Lauf mit Herz. Der Himmel strahlte über so viel gemeinnütziges Engagement. Ja, ich strahle ja selber auch. Sie sehen das ja. Und ich bin einfach nur begeistert, wenn ich das hier sehe. Das ist einfach nur faszinierend. Auch in diesem Jahr mussten die Schülergruppen mit jeweils 3 Läufern innerhalb einer Stunde möglichst viele Runden in den Schilleranlagen absolvieren. Für jede Gelaufene stellte ein vorher von den Schülern selbst gefundener Sponsor zumindest 1 Euro zur Verfügung. Am Ende des Tages sollten es stolze 14.000 Runden à 800 Metern sein, die die gute Sache befeuerten. Und die hieß in diesem Jahr Babuki, Bautzner Wunschkiste. Ja, der Babuki-Verein ist ganz neu gegründet worden und will Kinderherzenswünsche erfüllen. Wir haben als ortsansässiges Unternehmen in Bautzen immer das Problem gehabt, es gibt nicht so wirklich was, wo man sich hier engagieren kann, damit es in der Region bleibt. Und da haben wir dann gesagt, okay, es gibt diese wunderschönen großen Vereine, wünscht dir was. Und man kennt es aus Amerika, die einfach Kinderwünsche erfüllen. Und wir haben gesagt, es muss es eigentlich ja auch lokal geben. Und haben dann in Dresden einen Verein gefunden, der sowas Ähnliches macht. Und da bin ich Mitglied geworden und habe dann gesagt, Menschenskinder, Dresden reicht auch nicht, wir machen es ganz lokal und haben es dann mit nach Bautzen die Idee genommen, haben im Freundeskreis und im Unternehmerkreis mit rumgefragt, wer Lust hat mitzumachen und sind jetzt 9 Gründungsmitglieder, haben den Verein auf die Beine gestellt und wollen Kinderherzenswünsche erfüllen. Übrigens, in jedem Jahr können sich gemeinnützige Vereine und Initiativen bei der Volksbank Bautzen für die Mittelvergabe der erlaufenen Spendengelder bewerben. Die wählt dann ein Projekt aus. Die Entscheidung ist so gefallen, weil dieser Verein, Babuki, die Möglichkeit hat, sehr different Kinder einfach zu beglücken. Und es nicht in einem einzigen großen Projekt möglich ist, sondern hier kann der Verein heraussuchen, was er gerne machen möchte, mit welchem Kind. Und das finden wir ganz, ganz toll. Wir wollten wissen, wie das ganz konkret ausschauen kann. Ein Beispiel. Das ist ein Syrerkind, das hier lebt seit einem Jahr. 15 Jahre alt, Akdina, und ist ein großer Sarah Connor-Fan. Und die Volksbank hatte ja mitgeholfen bei diesem Stars for Free, was in Chemnitz war. Und die haben uns dann auch mitgeholfen, dass wir gesagt haben, okay, wir laden also die Akdina ein und haben dann im Hintergrund noch organisiert ein Meet and Greet mit Sarah Connor. Das heißt, wir sind dorthin gefahren, Akdina wusste von nichts. Und dann durfte sie auf einmal Backstage gehen, durfte vom VIP-Bereich, also erhöhter Position, die Bühne sehen und alles. Und ist dann noch überrascht worden damit, dass sie ein Meet and Greet mit Sarah Connor hatte. Sie hat sich dann ein paar Minuten Zeit genommen, hat sich mit ihr unterhalten. Das war auch alles unheimlich schön. Also gar kein Geplänkel, sondern wirklich, also Sarah Connor hat nachgefragt, wie es ihr gefällt und wo sie denn herkommt, wie das alles abgelaufen ist. Solche Wünsche. Ich habe jetzt vorher erst die Betreuerin getroffen gehabt von der Akdina. Akdina scheint tatsächlich danach, irgendwie scheint ein Knoten geplatzt zu sein, die blüht richtig auf. Sie erzählt Freundinnen von diesem Ereignis, viele fragen sie. Sie wird quasi wie zwangsintegriert, weil alle auch wissen wollen, hey, wie war's denn? Also jetzt speziell in der Klasse, die Schüler und Mitschüler. Also wirklich auch toll, wo man auch wirklich nachher sieht im Hintergrund, da hat sich was verändert. Also das hat bei dem Kind auch Spaß gemacht. Das ist ein bleibendes Ereignis für das Kind. Gibt es einen Wunsch, den Sie nicht erfüllen können? Nein. Doch, das ist etwas schwieriger. Es gibt wahrscheinlich Wünsche, die wir nicht erfüllen können. Aber wenn der Wunsch gut genug ist, wird das persönliche Engagement, was dahinter steckt, der Babuki-Mitglieder, bestimmt so groß werden, dass irgendwas möglich ist. Neben einem neuen Teilnehmer- und Rundenrekord durften sich die Schüler und Macher der 11. Ausgabe des Laufes mit Herz auch über einen neuen Spendenrekord freuen. Großartige 26.000 Euro für die Erfüllung von Herzenswünschen.